Bienvenidos al primer congreso mundial del perro de pastor alemán. Sehr geehrter Herr Präsident Ferré Pérez, Vincente Ferré, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zum internationalen Kongress für Schäferhunde hier im schönen Valencia willkommen heißen zu dürfen. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho todos para llegar a Valencia. Liebe Freunde des Deutschen Schäferhundes, ich darf Sie ebenfalls hier zu dem Kongress ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Signori e signore, vi ringrazio di essere qui. Cercherò adesso rapidamente spiegare qual è stato il contributo dell'allevamento italiano a livello mondiale, facendo una premessa. La prima premessa è che oggi, nel mondo della globalizzazione, non esiste più una linea di un paese o di un altro paese. Tutti i vari paesi contribuiscono allo sviluppo della razza nel mondo. Unterteilt in zwei Hauptpunkte aktueller Stand des deutschen Schäferhundes zum jetzigen Zeitpunkt nach 110 Jahren nach der Gründung und dann zweitens Herausforderungen in der Zukunft. Hoy en día la raza trabaja realmente en base a aquellas directrices y plan de cría que tenía como finalidad conseguir un perro con grandes virtudes utilitarias. Para poder alcanzar tal nivel se confeccionó dicho estándar, el cual se basa tanto en requisitos anatómicos como de aptitudes del carácter. Realmente, con esto, aunque haya sido quizá muy rápido para poder asimilar todos y cada uno de los datos, tendríamos de una forma objetiva evaluada la producción año 2009. En consecuencia, podríamos establecer claramente cuáles podrían ser unos retos de futuro. La Comisión de Cría ha establecido una serie de caminos y una serie de acciones en las que estamos decididos a avanzar. Dass wir hier so zusammengekommen sind, um über unseren deutschen Schäferhund sprechen zu können und die Frage des Mikrochips oder auch Transponder, wie man dieses Teil ja nennt, ist als Identifizierungsmittel für Tiere ja schon sehr lange im Schwang. Es para mí un placer venir a compartir con ustedes las enseñanzas que he recibido directamente del profesor Brass durante nuestros 18 años de trabajo juntos. El tema que me ha pedido presentarles hoy es acerca de la salud articular del perro pastor alemán. So, also ich muss jetzt noch erstmal hier von diesem Stand aus beginnen mit meinem Vortrag. Es ist deshalb etwas unangenehm, wenn man sich nicht bewegen kann oder wegbewegen kann, weil ich Ihnen ja einige Dinge hier an den Aufnahmen zeigen will. Das Thema meines Vortrages ist genomische Selektion bei deutschen Schäferhunden. Ich möchte Sie also etwas in die Genetik einführen und das spät am Abend. Und vorneweg möchte ich nur ein paar kurze Bemerkungen generell zur Genetik machen. Zunächst mal, meine Damen und Herren, nach so vielen wissenschaftlichen Beiträgen, hochwissenschaftlichen Beiträgen, wieder ein bisschen was Kynologisches. Aber ich darf mich zunächst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Rüdenauer. Einige werden mich kennen, vielleicht auch nicht.